Willkommen, liebe Freunde, zur zweiten Staffel der Minenarbeit.de Let's Shows, präsentiert von eurem Vorbudler, wie gewohnt. Wir haben eine weite Strecke vor uns und ich hoffe, ihr bleibt dabei, denn wir wollen aufbrechen zur sagenumwobenen Stadt Emlomar. Diese liegt einige Tagesreisen weit entfernt, da hinten im Süden. Fifi kommt auch mit, seht ihr schon, das ist mein zweiter Wolf, den ich in Minecraft habe. Ja, der erste ist ja von der Klippe gefallen. Das ist der zweite, ich nenne ihn deswegen zweiter Wolf. Ja, komm zweiter Wolf, komm mit mir. Wir werden heute nicht so viel Wegstrecke schaffen. Wir machen uns hier auf den Weg. Der ist auch relativ befestigt. Also wir werden uns nicht verlaufen, das sage ich euch. Ja, es ist eine Let's Show. Wir gucken uns jetzt mal die Welt hier an, die ich hier so habe. Natürlich werden wir uns jetzt noch einmal umdrehen. Und einen letzten Blick für lange, lange, lange Zeit auf die Burg Wiesenfels werfen. Gut, aber wie sich das für Leute wie uns so gehört, ja, sind wir nicht zu sentimental. Wir machen uns direkt weg hier. Also am besten gar nicht mal drüber nachdenken. Da hinten ist noch eine relativ... auch hier haben wir sogar noch ein bisschen Kohle liegen. Vielleicht nehmen wir das direkt mal mit so auf die Reise. Ein bisschen Kohle in den Taschen ist immer gut, wie ihr wisst, ne? Jetzt habe ich schon das erste Problem mit dem Hund hier, dass der mir immer vor den Füßen rumspringt. Ich spiele jetzt nicht auf Peaceful oder was, ne, sondern ich bin wie gewohnt wieder im normalen Spielmodus. Es kann also immer was passieren. So, das nehme ich auch mit. Ja, ich denke mal, wir verhalten uns jetzt nicht zu... Ich habe schon vor, also auf der Reise... allerhand mitzunehmen, alles was so gibt, alles was ich bisher so hab liegen lassen. Nur jetzt möchten wir natürlich auch aufbrechen und das Gefühl haben, uns auch tatsächlich mal von der Burg Wiesenfels zu verabschieden. Noch ein Aluminiumschaf. Komm her, Aluminiumschaf. Ja, guckst du dumm, ne? Zu schnell geht das. Warum habe ich das denn jetzt Aluminiumschaf genannt? Das kam jetzt genau wie rufen, weil ich wollte euch von dem, komischen Look erzählen, den ihr jetzt schon bestimmt wahrgenommen habt. Sieht alles etwas anders aus. Das liegt an meinem eigenen Texture-Pack, an dem ich eigentlich seit Monaten arbeite. Ich mache das unheimlich gerne. Das ist nichts Besonderes. Es ist auch noch nicht veröffentlicht und wird auch nicht so schnell veröffentlicht. Es ist so eine Hassliebe, ne? Also ich liebe das eigentlich. Andererseits ist das überhaupt noch nicht vollständig. Es ist sehr experimentell teilweise, was ihr schon an dem Begriff Aluminiumschaf vielleicht bemerkt habt. Ich erzähle euch immer im Laufe der Zeit wieder was zu dem Texture Pack. Ihr seht schon, also ich habe teilweise nur sehr geringe Veränderungen vorgenommen. Ja, um dem Spiel so ein bisschen Farbe zu nehmen. Ich wollte es ein bisschen erdiger haben. Das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Und ich habe einige Dinge erzählt, der erkläre ich euch immer mal. Wenn wir denen dann begegnen, erkläre ich, was es damit auf sich hat. So, hier, das ist zum Beispiel eine so eine Sache, da habe ich dann irgendwann mal vor, vielleicht mal so ein Viadukt zu bauen. Ne? Das sähe bestimmt schön aus. Wäre vielleicht mal was für ein Bauprojekt. Gut, gucken wir mal. Ja, jedenfalls ist der Weg nach Emlomar, der Inselstadt tief im Süden, wirklich sehr befestigt. Moment, jetzt bin ich mal gespannt, ob der Wolf hier mit durchkommt. Ach, der wird schon spawnen, um den machen wir uns keine Gedanken. Wir laufen einfach durch, es ist ziemlich langweilig hier in dem langen Tunnel. Ich habe halt versucht, ich habe mal erzählt, ne, letztens, ich bin dann einfach aufgebrochen und wollte 3 Spieltage, letztendlich sind es dann 4 Spieltage geworden, einfach nur straight gegen Süden laufen und dann mal gucken, ob ich da einen neuen Platz finde, mich niederzulassen. Ist mir auch gelungen, nach 4 Spieltagen. Ich habe immer zwischendurch eine Hütte gebaut, da ist meine erste Schutzhütte. Könnt ihr sehen, also so weit war meine erste Tour nicht. Ich musste ja diesen Tunnel hier graben. Ne? Gut, das habe ich glaube ich noch viel später gemacht irgendwie. Hier war ich noch sehr unsicher, als ich hier das erste Mal ankam, war ich noch nicht so
so versiert, wie ich es jetzt bin. Kleiner Spaß von mir, ne? Und ja, den Weg habe ich dann halt viel später noch aus, ein bisschen angedeutet, es war halt ein Akt, ne? Du rennst 4 Tage in eine Richtung, baust irgendwas, ja toll, aber dann musst du auch wieder zurückfinden, ja? Und dann einen Weg auskundschaften, der auch irgendwie ganz gut zu machen ist. Ja, also inzwischen habe ich das geschafft. Hier den Weg habe ich teilweise. Ich wollte den mal so richtig komplett ausbauen. Mir ist so ein bisschen die Puste dann ausgegangen und ich finde, das reicht so auch. Ne? Müsst ihr jetzt unbedingt in diese Hütte reingucken? Ist, glaube ich, nicht so unheimlich spannend. Ne? Also auch da hinten zum Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel eine U-Bahn-Station. Das verrate ich euch jetzt noch. Wir sind also nur damit ihr jetzt nicht die Hosen voll habt vor lauter Angst, ja. Also wir sind jetzt nicht so weit von der Zivilisation entfernt und wir werden das auch auf unserer ganzen tagelangen Reise niemals, niemals sein. Ja, ich weiß, ich kenne hier jeden Stein wirklich immer noch. Nur nicht alle Creeper. Ich kenne nicht alle Creeper. Ich nehme das sofort zurück. Ey, komm her, du. Ah. Ich habe mich jetzt so dermaßen erschreckt, ja. Das ist völlig strange, wenn man hier auch noch immer so irgendwelche Geschichten erzählt. Und dann passiert sowas, ja? Boah, Mann. Okay, so dass ich jetzt überhaupt nicht wusste, was ich tun soll. Gut, es ist gut gegangen, ne? Ja, die Reise beginnt schön. Hund, du hast mir sehr gut geholfen, zweiter Wolf, ne? Guter zweiter Wolf. Aber ich weiß ja, dass die Wölfe sich nicht an Creeper herantrauen. Die sind vernünftig. Das sind ja keine dummen Tiere, bekanntermaßen. Jetzt laufe ich weiter. Wie spät ist es überhaupt? Ja, soll das nicht stören. Komm, ich habe nämlich schon was vor. Ja, und wir laufen jetzt hier weiter. Hier bin ich dann. Ich habe wieder durchgegraben. Der Hund, der rennt da durch. Guck mal. Und dann bin ich hier auf diese Schlucht gestoßen. Ist nach oben noch offen. Also es ist nur eine Schlucht so. Schon ein paar Stufen hingebaut. Man muss eigentlich nur so Fackeln folgen und den Stufen und ein paar Zeichen. Ihr seht, das ist hier mein Geröll, das rötliche ist. Wollte ich so rötliche Aschfarben haben irgendwie. So, pass auf. Und jetzt kommen wir nämlich zu einer Stelle, in der ich noch niemals war. Ja, das ist hier. Ja, klasse, super, tolle Idee. Du springst auch da runter. Was habe ich denn gerade erzählt von wegen Intelligenz? Oh, nee, jetzt muss ich da runter und dich retten, oder wie? Ja, bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Erster Schritt ist natürlich bei so einer Höhle Licht. Ja, komm, lass uns mal ein bisschen Licht anmachen. Ey, zweiter Wolf, was machst du denn? Ey, renn da nicht runter. Das wird dein Tod. Also guck dir mal das Loch an, da wimmelt es bestimmt. Ob wir jetzt einfach. Komm, dem retten wir das Leben. Ich renne jetzt zurück, dann wird er doch spawnen, oder nicht? Es ist hier natürlich auch. Ja, Gott sei Dank. Komm, du setz dich jetzt mal hier hin, mein Freund. So, sei lieb und pass auf. Ne? Aha. Damit wir hier nämlich in aller Ruhe uns konzentrieren können auf den Schrecken, der uns da begegnen mag. Das war ein kleiner Scherz von mir. Sowas mache ich immer mal ganz gerne. Ich habe immer meine Erde dabei für solche Momente. So, haben wir mal eben eine Stufe gebaut, ne? Ist die große Frage, ne? Ist das jetzt okay, wenn ich da oben hinrenne? Ob da wohl was ist? Oder droht die Gefahr doch eher von unten? Ja, Leute, so ist das, ne? Ich weiß, es gibt einige, die sagen immer, hey, mach mal Fackeln und so. Na klar, mache ich Fackeln, ne? Also, es ist mir schon klar, dass es man es hell machen muss, ne? Damit man halt Monster sieht und oder das Spawnen vermeidet, ne? Aber in unerschlossenen Höhlen frage ich mich halt, wo sollen denn die Fackeln herkommen? Erstmal muss man da schon in die Dunkelheit rennen. Ich muss ab und zu mal stutzen, weil ich ja auch lauschen möchte. Waffe.
Oh ja, guck mal, da oben ist auch jede Menge Kohle wieder. Ich habe einen Zombie gehört, der kommt wahrscheinlich von hinten wahrscheinlich, ne? Ja, das mit der Dunkelheit und Absichern, klar, ne? Aber es ist doch auch irgendwie spannend, mal so, ne? Also. Ja, da oben ist ein. Stimmt, hier ist ja ein Loch, ne? Nach oben. Das mache ich jetzt zu. Ist das zu? Ja. Ach, was ist das denn? Ach, da führt der Weg hinterher. Ne, mein Weg, der kommt ja da drüben weiter und ich kann mich erinnern, dass ich hier halt so abgesichert habe, in so ein dunkles Loch geguckt und habe dann abgesichert mit so einer billigen Wand. Ich werde jetzt etwas leiser, weil ich immer lauschen möchte. So. Ich hoffe, ihr hört das Spiel auch. Ich meine, ich habe das ein bisschen. Warte, ich stelle es mal lauter. Ich glaube, ich habe das vorhin mal runtergedrehen müssen. Auf 60 habe ich das immer stehen. So. Kohle nehme ich natürlich mit. Ja, die Reise nach Emlomana, die hat viel zu bieten. Vor allem, weil ich halt, wie gesagt, viel auf Strecke gemacht habe und dann sehr viel Zeit investiert habe. Also beim Ausbau dieser Wege, ne? Und dann viel Zeit investiert habe in den Ausbau und die Entwicklung der eigentlichen Stadt Emlomar. Ich habe mich dann hinterher um dieses Wegesystem gar nicht mehr so gekümmert. Das habt ihr ja auch schon bei den Schienenwegen gesehen, die wir schon so, ja, letztens mal ein bisschen befahren sind. Was ist das denn? Oh Gott. Da ist ein ganz tiefes Loch, glaube ich. Okay, aber im Moment ist Bewegung, Geräusche. Höre ich im Moment noch nicht. Hier kommen wir ja auch immer schön zurück, ne? Ja. Da ist wieder ein Zombie-Geräusch, verdächtig nah. Ich glaube, aus diesem Loch, was wir da gerade bemerkt haben, kann eigentlich nichts so kommen. Na doch, das sind so Stufen, aber ich glaube, bis dahin geht es irgendwie. Ja, komm. Muss doch schon gehen jetzt irgendwie. Sonst müssen wir halt kämpfen. Geht es hier noch irgendwie lang? Einerseits ist es natürlich spannend. Andererseits, ich würde mich natürlich doch freuen, wenn hier jetzt mal kein Monster käme. Doch, da ist ein Zombie. Zombies alleine, da bleibe ich immer relativ cool. Obwohl die ja bärenstark sind, die sind super. Die brauchen drei Schläge, um dich auszulöschen. Aber, ich habe jetzt auch eine Rüstung angelegt, zur Feier des Tages. Trage ich sogar mal eine billige Lederrüstung. Ah, wo geht's denn hier noch hin, ey? Ach, Sackgasse. Okay, lassen wir das jetzt beleuchtet oder nehmen wir die Fackeln wieder mit? Hier gibt es ja jetzt nicht so viel zu holen. Komm, wir nehmen die Fackeln wieder mit. Naja, vielleicht ist das doch keine gute Idee. Ich nehme jetzt halt einfach ein bisschen Rücksicht auf die Leute, die unter euch so ein bisschen Schiss haben, ne?